Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Satisfactory hier auf Steam Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, ich bin auf der Suche nach Reinforced Plates. So, das kann ich jetzt mal ganz kurz so sagen. Und der Thompson ist auch da. Ja, Thompson ist auch da. Ja, der kann sich selber anmelden. Der kennt das ja mittlerweile auch. Ja, was? Theoretisch könnte er ja seine eigene Ansage mal machen, aber das wollen sie ja nicht. Verstehe ich nämlich. Chaos will das auch immer nicht. Da. Mann, wer hat denn hier die Wand hingebaut? Wo ist jetzt mal ein Traktor? Der stand hier hinten am Dings eigentlich die ganze Zeit. Wo ist der? Nee, da steht er nicht mehr. Hallo. Wo hattest du den zuletzt? Ich glaube, der mag mich irgendwie nicht. Mach doch mal einen Satz draus. Wo hattest du den denn zuletzt? Ja, in der Nähe vom Hub. Dahinter, wo ich die beiden Kisten hingestellt habe. Aber da ist er nicht. Da hat er sich verhabt. Ich glaube, der spielt die Leute verstecken mit mir. Soll ich mal gucken kommen, ob er in der Nähe vom Hub ist? Da ist jetzt das Symbol. Ah, jetzt ist er da. Merkwürdig. Merkwürdiger Trecker. Ja. Eigenartiger Trecker. Ja, da ist er doch. Ja. Dann mache ich jetzt das vielleicht für Expanded Power Infrastructure. Ich weiß noch nicht, ob ich genug Öl habe. Kann man den eigentlich irgendwo anhängen hier mit dem Haken und dann ziehen? Ich glaube nicht. Ah ja. Aber vielleicht kann man irgendwie einen Konvoi machen, weil den kann man eigentlich theoretisch programmieren, dass er selbst fährt. Ja, das wäre ja noch was, was wir mal auseinanderklamüsern könnten. Ja, die Frage ist nur, wie gut das funktioniert. Na, das würde nämlich fürs Öl eigentlich auch nicht schlecht sein, ne? Wenn ihr von automatisch das Öl ranbringt. Ja. Ja, braucht halt selber auch Energie. Und ja, das ist ja nicht mal schlimm, die musst du ja bloß in dem komischen Hub da zur Verfügung stellen, wenn ich das recht erinnere. Ja, er muss halt betankt werden. Naja, klar. Aber dann machst du ein Kohleförderband ran an dieses komische Ding da, wo er immer parkt und sich Kraftstoff holt und gut ist. So, ja. Und jetzt sollte er jetzt nicht so das große Problem sein, hätte ich gesagt. Das muss so. Mann, dieser Traktor. Oha, au. Jetzt sind wir nicht geflucht über den Traktor. Nee, der hat jetzt nicht wehgetan. So, gut, Cable. Cable braucht 2 Wires, 30 pro Minute, kann ich nicht liefern, mache ich dann 45, jetzt schiebe ich rein, kriege ich ein bisschen weniger zurück, das macht aber erstmal nichts. Das heißt, ich mache jetzt 8 Fabriken, die jetzt hier Wires machen. Dann verarbeite ich alles, was ich an Dings habe, erstmal als Wire und der Rest bleibt im Pufferkissen. Computer. Mann, Mann, Mann. Was? Braucht man ganz schön viel. Was? Von allen Ressourcen. Ich will jetzt eben die 75 Computer machen. Nee, aber für was brauchst du 75 Computer? Für die Expanded Power Infrastructure. Dass man sozusagen auch einen Ölgenerator aufstellen kann, der Energie aus Öl erzeugt. Wolltest du nicht einen, wollen wir nicht die Monorail machen? Die braucht Monorail. 100 Computer braucht noch mehr. Ja, dann zu anderen 150. 1, 2, 3, 4, was? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Warte, noch da kann ich gar nicht. Oder meinst du, soll mal die Monorail gehen? Hm. Ich weiß es nicht. Sieht man irgendwie, nein, wie viel die Sachen kosten. Ja, das ist das nächste, ne? Was bezahlst du nachher dafür, wenn das dann. Ja, für die Schienen. Und alles so. Die werden sich auch nicht. Die brauchen wahrscheinlich Reinforced Iron. Ja, schauen wir mal. Ich mache jetzt mal das, dass man auch Sachen aufstellen kann, schnellere Förderbänder. Wobei, die sind wahrscheinlich auch wieder extrem teuer. Ja, Förderbänder brauchen wir nicht. Also, wenn du. Das ist. Du musst ja nicht leisten, dann. Durch. Ja. So, das heißt, hier muss das oberste Förderband ran. Ich hab doch Wire. Achso, nein, die sind wieder woanders drin.
Leggy Leg. Ja, nu. So ist das Spiel halt, ne? Cadillac. Da bin ich froh, dass es nicht nur in meinem PC liegt. Du gehst davon aus, dass es an meinem PC liegt? Nein, dass es am Game liegt. Das könnte auch an meinem PC liegen. Aber 16 war ein zu tief wahrscheinlich, ne? Selbst der ist noch nicht gerade. Der geht gerade nach oben, ne? Oh, jetzt ist der natürlich auch noch wieder falsch rum hier, weil der noch nicht kein Ausgangsbumsdings hat hier. Mann, nur oh, das Bumsdings. Ist aber auch nervtötig immer diese Wander hier. Also das sind auch so Momente, weißt du? Schön und gut, dass sie ihre Förderbandintegrität einhalten wollen, dass da irgendwie halbwegs was irgendwann funktioniert, aber. Meinst du jetzt? Ja, wenn du irgendwo ein Förderband ansetzt, dann hat das ja eine gewisse Richtung, wenn du das in irgendeine Richtung ziehst. Ah ja. Wenn ich jetzt diese komischen senkrechten Förderbänder benutze, ne? Das hat immer unten die Nebenrichtung, oben die Gegenrichtung. Immer. Mhm. Es sei denn, du hast unten ein Förderband schon dran. Oder ich kann es nicht richtig bedienen, das kann natürlich auch sein, aber. Muss ich wieder rausfinden, wann ich endlich da oben in der richtigen Höhe bin. Ey, Mann. Das ist auch sowas. Warum zeigt er mir die Höhe nicht an? Er zeigt mir allen Scheiß an, allen Furzen Feuerständen, die Ausrichtung, sonst irgendwas. Die Höhe zeigt er mir nicht an. Ich will einfach nur ein gerades Förderband darum rüberbauen. Mehr habe ich ja eigentlich gar nicht vor. Aber das hinzukriegen, ohne dass du entweder tausendmal auf- und abbaust oder du tausendmal oder du tausend andere Sachen benutzt. Was ist denn jetzt los? Warum schwebt denn jetzt hier so dran? Das hat auch nicht. Also muss es weiter 18er Stufe sein. Das ist wirklich. Keine Ahnung, vielleicht ist das für mich jetzt. So ist es jetzt. So, ach, müsstest du, so kann ich es aber nicht bauen, weil da was im Weg ist. Diese Computer brauchen so heftig viele Ressourcen. So zum Mäusemelken hier. Das Ding baue ich jetzt zum. Ich glaube, 6 oder 7 Mal. Wenn ich es einmal gerade habe und das ist auch nicht gerade aus. Ah, doch, sieht gerade aus. Aber es kann auch nicht gewünscht sein, dass es so ekelbostig ist. Mann, dieser Traktor. Gut, also ich würde an unserer Stelle jetzt hier in dieser. Also ich würde wirklich sagen. Na, ich glaube, ich gehe jetzt zu Fuß und war das einfach ist zu Fuß. Noch nicht ausgereift, das ist noch nicht genug, das reicht noch nicht als fertiges Spiel. Kannst du nur so sagen, das reicht noch nicht als fertiges Spiel. Also da muss noch wirklich mehr passieren, also das ist wirklich. Sind ja, du rastest andauernd an manchen Stellen aus, weil irgendwas nicht richtig funktioniert und. Klar, es ist eine Alpha, aber es ist halt wirklich halt noch so. Das Spiel ist nicht fertig und das merkt man leider Gottes zu stark. Ja. Und das ist halt quasi für mich dann ein Kriterium, wo ich dann sage so, nee. Also ich bin sehr geduldig. Also das hat man am Cooking Simulator gesehen, dass ich ziemlich geduldig sein kann mit einem Spiel.
Also das da ist ja wirklich alles ganz bitterböse gewesen. Oh, jetzt kann ich das nicht mehr alles aufnehmen. Jetzt schweben hier wieder Kisten rum. Immer wichtig sowas, schwebende Kisten braucht man immer unbedingt. Irgendwas noch am PC neben anlaufen. Ach Quatsch, was denn? Nur die Aufnahme. Warum sollte ich hier jetzt noch, wenn ich das schon weiß, dass das Spiel Performance braucht bis zum gar nicht mehr gut sein? Wir spackst gerade ziemlich herum. Ich baue gerade und plötzlich packt er diese Rebar Gun aus und schießt wild in der Gegend herum. Wie wenn das ein SMG wäre. Ziemlich weird. Das glaube ich dir, dass das weird ist. Würde mir auch merkwürdig vorkommen. Ja. Das würde mir auch sehr merkwürdig vorkommen. Wieso ist denn da schon wieder eine Tasche entstanden? Tasche? Das kann ich jetzt schon wieder nicht aufnehmen. Habe ich denn jetzt zu viel in der Tasche? Müsste doch alles aufnehmen können, was da drin ist in den Kisten. Eisenplatten kann ich nie aufnehmen. Schrecklich. Schrecklich, schrecklich, schrecklich. Aber ich kann. Kupfer kann ich ja jetzt hier abliefern. Wieso ist denn hier eigentlich das Kupfer so? Das? Wir hätten hier das Kupfer abgerissen. Hä? Wir hätten hier die Kupferleitung abgerissen. Die Kupferleitung? Nee, das Kupfer, was hier von A nach B kommt. Was ist denn hier los? Warum ist denn hier bis 45 Kupfer da? Das ist doch auch Quatsch. Kupferrohr pro Minute brauchst du. Um 30 Kupfer zu machen. Warum kriegst du denn nicht mehr genug Rohr? Hm? Conveyor-Belt? Wieso kommen denn da nicht mal 30 pro Minute an oder 60 pro Minute an? Von dem Kupfer hier. Und da kaputt. Was ist denn jetzt los hier? Hm, jetzt hat er mal einen zum Produzieren. Jetzt nicht mehr. Mensch. Merkwürdig. Sehr merkwürdig, weil das eigentlich unten das Kupfer müssten 120 pro bringen und wird auf Förderbändern gesetzt, die das dann 60 pro machen. Und das soll dann nicht hier unten ankommen. Und hier irgendwo mal ein Abgang noch. Bin ich kein gesunder, ne? Oh, das werde ich wohl nicht überleben. Oh, irgendwas ist mit dem Kupfer komisch. Ah, Mann, dieses Geruckel. Na gut. So. Gucken wir nochmal hier. 120 pro Minute macht er. Geht hier in einen Splitter rein, der das aufteilt. So, der sollte das dann in 2x60 aufteilen. Sieht doch alles ganz gut aus. Sieht so aus, wie ich das erwarten würde hier unten. Hm. Komische Sache das. Ich habe noch keine Ahnung, warum es nicht funktioniert.
Aber davon jede Menge. Jedenfalls kommt oben nicht so viel Kupfer an, wie erwartet. Na gut, okay. Nehmen wir erstmal als gegeben hin, weil deswegen wird auch weniger Kupfer produziert und deswegen wird auch weniger Draht produziert und naja, und alles andere ist deswegen doof. Mhm. Wie man das denn so kennt, da wird ja dann, da ist ja dann alles doof dann hinterher. Ja, so wie dieses Schäfchen. Ohne dich ist alles doof. Ohne Kupfer oder mit zu wenig Kupfer ist auch alles doof. Ja. Ist hier schon wieder so eine Tasche entstanden? Das ist mal wahnsinnig. Was? Mit einer Tasche? Ja, so ein komischer Koffer, weil du irgendwas nicht mit aufnehmen konntest. Ja. Hm, ist das hoch genug? Nee. Hm, das ist auch gut, ja. Nee, wollen wir aber nicht. Sieht gut aus. Daran, was ist denn jetzt wieder so? Ah, okay. Pro-Mods haben ein Update für die Karte, okay. Pro-Mods? ETS. ETS ist das. Die haben, die machen, oder haben eine eigene Karte gemacht für den Euro Truck Simulator und da schreiben sie dem Internet E-Mail, wenn sie eine neue Version haben. Und die haben sie jetzt anscheinend. Und deswegen gibt es dort eine E-Mail halt. Ich weiß gar nicht, welche Kartenerweiterung als nächstes geplant ist bei denen. Kann ja auch sein, dass da noch wieder irgendwas Neues kommt. Beim ETS. ATS haben sie ja jetzt das letzte, glaube ich, Washington State rausgebracht, also dass du oben Seattle und die Ecke abfahren kannst. Bin ja schon mal gefahren. Bin ich mal wieder ein bisschen LKW gefahren, war nicht. War ich eigentlich auch ganz cool, hat sogar Spaß gemacht. Ah, das ist wieder schon so eine. Ja. Mücke. Ne, was? Das hässliche Mücke. Leuchtglühwürmchen. Ach so, dachte schon, du hast eine Mücke bei dir im Zimmer, kann ja auch sein. So, bald habe ich die Leitung hingelegt. Mann! Nix da. Wire is too long. Ja, wenn sie das sagt, dann ist das immer schlimm. Nicht wahr? Ja. Ist auch so im Inventar jetzt gerade. Ja. Ein bisschen was passt hier rein. Ja, Wire is too long, sagt er. So. Das ist nicht gerade. Das mal gleich auf den Punkt zu bringen, das muss eins höher. Das sieht gerade aus. Das kann ich mir vereinbaren. Das kann ich mir vereinbaren. So. Achso, ein Kupfer könnte ich ja nicht da drüben noch reinschmeißen. Das Kupfererz, was ich in der Tasche habe, ne? Wenn jetzt eh schon zu wenig Kupfererz hier oben ankommt, warum auch immer. Finde ich merkwürdig, aber es ist halt so. Was ist das hier? Kohle? Nee, Kohle nicht. Kupfererz. Gehen wir mal rein hier. Habe ich noch irgendwas, was ich hier reinlegen kann? Hm? Wieso sind bloß noch die Hälfte unserer Kraftwerke aktiv? Keine Ahnung. Wir haben bloß noch 600 Megawatt statt
Okay. Statt 1,2 Gigawatt. Die wir schon mal hatten. Eieiei, der Patch hat wohl einiges durcheinander gewürfelt, würde ich sagen. Was? Tutti kaputti. Das finde ich ja gar nicht mal so optimal. So ist es halt manchmal, ne? Ja. Gut, aber die Folge ist zu Ende. Was jetzt machst du Strom. Dran? Du hast Strom hinten beim Öl? Ja. Das ist ja schon mal schön. Wenn du Strom am Öl hast, ist das schon mal schön. Das gefällt mir ungemein. Und so soll das sein. Was ist denn das jetzt? Gerade ist anders. Wir sehen einander Verzweiflung. Verzweiflung finden an diesem Spiel. Man will ja nur gerade bauen. Man will ja nur schön bauen. Irgendwie schön bauen, ne? Ja, anscheinend will das Spiel das nicht. Nee, irgendwie nicht. Aber irgendwie hat's was dagegen. Oh, jetzt habe ich es unteren 16 gebaut. Hä? Sieht so ein bisschen parallel zum anderen aus. Okay, aber das war's jetzt. Tschüss. Servus. Ja,